Jetzt bei Klinik am Südring, die Familienhelfer. Die Karten sagen jetzt auf einmal, aus irgendwelchen Gründen springt von der Brücke, dann macht die das nachher. Oh. Das wird nichts mit deinem Traumprinzen. Die Sterne bringen dir ganz Unglück und zusammen ist das Bild etwas, das dein Projekt zerstören wird. Also soll ich das jetzt direkt zerstören einfach? Ja. Leonie, was machst du da? Ich zerstöre mein Projekt. Blick in die Zukunft, 5 Euro, geht das schon wieder los? Da Mutter Mareika einfach nicht mehr weiter weiß, hat sie bei Familienhelferin Diana Richter einen Termin vereinbart, die heute vorbeischaut. Seit die Kassiererin in Reha war und die esoterische Oma 2 Wochen auf Enkelin Chiara aufgepasst hat, glaubt die 8-Jährige, in die Zukunft sehen zu können. Meine Tochter hat sehr starken Einfluss auf ihre Freundinnen und sagt dann so schlimme Dinge vor, wie wenn Katzen bringen Unglück. Und seitdem haben die Kinder dann halt Angst vor Katzen. Aber im Grunde genommen geht es mir um mein Kind. Wenn die an sowas glaubt, ich kann mir gar nicht vorstellen, was dabei rumkommt, ne? Wenn man zu ihr sagt, die Karten sagen jetzt auf einmal, aus irgendwelchen Gründen springt von der Brücke, dann macht die das nachher. Okay. Und ich hoffe, dass sie da irgendwie mir weiterhelfen können. Okay, also das sieht so aus, wie jetzt eben, wo ich auch angekommen bin, dass sie die Karten legt, auch dass das aber zum größten Teil immer negativ ist. Richtig. Okay. Das macht mir Sorgen. Dass Kinder sich hin und wieder altersentsprechend irgendwann mit Esoterik oder mit Monstern und Geistern etc. befassen, das ist völlig normal. Hier in diesem Fall der Familie Berger war es die Großmutter, die sehr viel Zeit mit Chiara verbracht hatte. Und dadurch hatte Chiara diese Verbindung, dieses Esoterische auszuprobieren. Dass das dann weit übers Ufer hinausgeschossen ist, das sollte ich später noch feststellen. Haben Sie denn vielleicht eine Idee, ob irgendetwas sich verändert hat in Ihrer Lebenssituation, außer dass Sie bei der Rehe gewesen sind und dass die Oma dann dazugezogen ist? Also im Grunde genommen würde mir jetzt spontan gar nichts einfallen. Keine Veränderung? Also, nein, wir haben einen geregelten Alltag, so wie immer. Nö, es war wirklich. Den haben Sie nach der Reha auch wieder aufgenommen? Richtig. Mhm. Okay. Unverändert. Unverändert, okay. Ja. Irgendwie vielleicht was mit der Großmutter, dass da vielleicht irgendwie, oder zwischen Ihnen beiden, manchmal ist es ja so, wenn die Mutter dann wieder ins Haus mit dazu zieht, ist das harmonisch, ist das entspannt? Wie würden Sie das beschreiben? Das ist sehr harmonisch. Sag mal, meine Mutter, die ist sehr aktiv, die hat viel Zeit, weil mein Mann ja auch im Schichtdienst arbeitet, viel Zeit in meiner Abwesenheit mit der Chiara verbracht. Aber ich sag mal, jetzt, wo ich wieder da bin, die hat High-Life-Leben. Also die hat da viel mit ihrem Freund Kaffee-Kuchen trinken und macht auch viel in Hobbys und Sport. Sie verbringen eher weniger Zeit jetzt miteinander im Vergleich zu der Vergangenheit. Wir hatten den Verdacht, und das war mir auch plausibel, dass es vielleicht eine fehlende Aufmerksamkeit der Großmutter sein könnte. Und dem wollte ich nachgehen, indem ich mir eine Aktion habe einfallen lassen. Um an die Schülerin heranzukommen, bittet Familienberaterin Diana Richter das Mädchen, auch ihr die Karten zu legen und ihr vorauszusagen, wann sie endlich ihren Traummann kennenlernt. Zweitklässlerin Chiara nimmt die Aufgabe mit großer Begeisterung an. Der Magier, auf dem ersten Bild sehe ich einen Magier, davor sehe ich die Blumen. Mhm. Auf dem zweiten Bild sehe ich Schwerte und ein Mann, der auf einem Bett weint. Okay. Oh. Das wird nichts mit deinem Traumprinzen. Das erstaunt mich jetzt sehr, weil ich habe wirklich darüber nachgedacht, wie das bei mir um die Liebe steht. Und den Magier könnte man ja als mein Date oder den Freund betreffen. Könnte das auch ich sein? Mal gucken, ich habe ja auch so kurze Haare. Dass ich da am Weinen bin, weil das nichts wird? Das kann sein. Hm. Okay. Und wer hat dir das beigebracht? Meine Oma. Deine Oma? Und das stimmt jetzt so. Du hast. Da kann man nichts mehr dran rütteln. Wenn die Karten das jetzt so gesagt haben, dann stimmt das so. Okay. Was hältst du denn davon, wenn du mir mal deine Oma noch mal vorstellst? Ja. Ja?
Frau Bachmann bewohnt zurzeit das Gästezimmer der Familie Berger. Und ja, das war sehr esoterisch, aber auch sehr nett eingerichtet. Frau Bachmann hat es mir sehr leicht gemacht, mit ihr ins Gespräch zu kommen und herauszufinden, wie sie zu der Esoterik stand und vor allem auch, wie sie es in ihren Alltag und ihrem Leben einfließen lässt und wie sie auch im Umgang mit ihrer Enkelin damit umgeht. Adeltraud Bachmann berichtet der Familienhelferin auch davon, dass sie regelmäßig bei einer Astro-Hotline im Fernsehen anruft, um sich dort esoterisch beraten zu lassen. Dabei dreht sich alles um die Frage, wie sie ein erfülltes Leben führen kann. Ich habe mir dann auch die Karten gelegt, die mir dann auch gesagt haben, ich soll mich wieder mehr um mich kümmern und mein Leben wieder aufnehmen, so wie ich es vorher auch geführt habe und eben mehr für mich tun. Mhm. Ne? Ja, das ist ja was Positives. Ja, genau, das aber ist ja absolut. Mhm. Ne? Natürlich bin ich auch für das Kind da, das und für meine Tochter natürlich auch immer. Ja, aber ich muss auch ein bisschen was in meinem Leben wieder aufnehmen. Und das haben mir die Karten gesagt. Chiara, und das ist für dich in Ordnung? Ja. Oder? Ist das für dich in Ordnung? Das ist in Ordnung, dass ich mich nur um mich kümmere, oder? Nein, Oma, du musst dich auch um Lena kümmern. Das ist ganz wichtig. Ja, warum? Das ist meine Freundin. Ah, okay. Na? Okay. Warum soll ich mich um sie kümmern? Geht ihr nicht gut im Moment oder alles in Ordnung? Es ist alles gut. Geht es im Moment nicht gut? Nicht gut. Oh, hast du für die Freundin von der Oma die Karten gelegt und das daher vielleicht mitbekommen? Was haben die Karten denn gesagt? Dass jemand sich um sie kümmern muss, dass sie ganz krank ist. Okay, na gut, dann werde ich da also auch mal nachfragen, ne? Damit du beruhigt bist. Und aber ansonsten muss ich auch ein bisschen was noch für mich tun. Ich kam mit dem Gespräch mit der Großmutter nicht weiter. Ich wollte Chiara einfach auf der einen Seite ein bisschen ablenken und auf der anderen Seite genau in ihrem Thema ansprechen, weil sie sich ja in den letzten Wochen sehr damit beschäftigt. Und so habe ich einfach in meine Trickkiste gegriffen, was ich vorher auch noch nie gemacht habe, und habe einfach meine Emotionen in die Linien einfließen lassen. Die Familienhelferin gibt deshalb vor, selbst hellseherische Fähigkeiten zu besitzen und Chiaras Schicksal aus ihren Handlinien lesen zu können. Auf diese Weise versucht Diana Richter herauszufinden, was die Achtjährige tatsächlich bedrückt. Wenn ich mir jetzt aber die Kopflinie anschaue, da kreuzt sich was, da ist ein Punkt. Ich habe das Gefühl, da belastet dich was. Das hat nichts mit dem Herzen zu tun, auch nicht mit dem Schicksal. Aber irgendwas vom Kopf her, da belastet dich was. Könnte das vielleicht mit der Schule zu tun haben? Vielleicht mit Hobbys? Oder bist du vielleicht in einem Verein und da gibt es vielleicht Streit mit einer Freundin oder mit einem Mitglied oder mit einem Trainer? Auch nicht. In der Nachbarschaft? Auch nicht. Wenn ich alles drumherum ausschließen kann, dann würde es ja hier zu Hause mit zu Hause zu tun haben. Da du mir bestätigt hast, dass du die Oma nicht vermisst, dass das in Ordnung geht, dass sie sich um ihre Freundin kümmert und auch um ihr eigenes Leben. Hat das vielleicht mit deinen Eltern zu tun? Mit dem Papa? Mit der Mama? Mit der Mama hat das zu tun. Magst du mir vielleicht sagen, was los ist? Mama hat gesagt, sie wäre nicht schwanger, obwohl sie es ist. Und ich möchte nicht überrascht werden. Oh, Mäuschen. Ist das wahr? Ja. Allerdings, woher weißt du das? Ich bin jetzt gerade ein bisschen schockiert. Schatz, woher weißt du denn, dass ich schwanger bin? Setz dich ruhig mal dazu. Setz dich ruhig mal zu Mama. Komm mal her, Mäuschen. Du brauchst nicht da stehen. Mann, ich mache mir Sorgen. Und woher weißt du? Erzähl mal, woher weißt du, dass ich schwanger bin? Ich habe euch belauscht. Wie, du hast uns belauscht? Und dann kommst du nicht zu mir und redest mit mir? Wir reden doch immer über alles. Ich weiß, ich habe gesagt, dass ich nicht schwanger bin. Ich weiß nicht, ob du schon mal davon gehört hast, dass es gibt ja sowas wie eine Risikoschwangerschaft. Also Mama ist jetzt nicht so alt, aber schon ein bisschen älter. Und da lässt man sich ein bisschen Zeit, bevor man das allen erzählt, die man lieb hat.
Du bleibst und bist mein Lieblingsmensch. Und ich hätte dir spätestens in 2 Wochen hätte ich dir gesagt, dass ich ein Brüderchen oder ein Schwesterchen für dich bekomme. Ja, dann darf ich gratulieren. Mensch, dann kriegst du ein Geschwisterchen. Freust du dich denn? Ja, Mama, ich bekomme ein Geschwisterchen. Ach, mein Schatz, du machst mich so glücklich. Schön, dass du dich freust. Chiara hat sich in die Esoterik so hineingesteigert, weil sie es nicht verarbeiten konnte, dass sie eine Vermutung hat, die nicht bestätigt worden ist. Chiara wollte in die Flucht, in diese Esoterik einfach zeigen, dass sie selber bestimmen möchte, was mit ihrer Zukunft passiert und dass das nicht das Schicksal übernehmen soll. Und ab sofort haben wir auch so gar keine Geheimnisse, beziehungsweise ich sag dir dann von Anfang an immer alles, was los ist, ne? Wir stehen uns ja so gut eigentlich. Weißt du, die Mama wollte dich nicht sorgen. Weil manchmal, wenn dann vielleicht, der Embryo dann doch nicht wächst, das kann passieren, das tut jetzt nicht unbedingt weh, aber dann kommt das Baby nicht. Und dann wäre das ja eine riesengroße Enttäuschung von dir, weißt du? Dann hättest du dich auf das Baby gefreut und dann seid ihr nachher ganz traurig. Und das wollte die Mama dir ersparen. Sollten Sie zu Hause ein Thema haben, wie hier in dem Fall der Familie Berger, dass die Mama noch innerhalb dieser ersten Wochen die Schwangerschaft bemerkt hat, dann sollten Sie die Kinder entsprechend mit einbeziehen und auch gerne diese Gefahr äußern, dass man einfach noch warten muss. Und man kann das auch erklären. Zum Beispiel in diesem Fall hätte die Mutter darauf reagieren können, hätte sagen können, ja, es gibt vielleicht ein Geschwisterchen, aber der Körper entscheidet selbst in den ersten Wochen, ob das alles so richtig ist, ob das Baby gesund ist und ob das in meinem Bauch wächst. Mithilfe von Familienberaterin Diana Richter hat Mutter Mareike gelernt, besser mit ihrer Tochter zu kommunizieren. Seit Chiara merkt, dass sie ihrer Mama vertrauen kann, macht sie keine Vorhersagen mehr und hat ihre Esoterik-Karriere an den Nagel gehangen.